ich hatte auch für den Teufel keinen Namen. Also ich wusste damals nicht, dass das Cybermobbing ist, was mir passiert, was für mich eine ganz verheerende Auswirkung hat. Liana Kakwa hat erlebt, was Cybermobbing bedeutet. Sie macht bei Germany's Next Topmodel mit und ihr Traum wird zum Albtraum. Aber nicht nur bekannte Personen werden Opfer von Cybermobbing. Bei Das Thema, deinen YouTube News aus Hessen, sprechen wir mit den Leuten, die mit ihrer Arbeit genau dagegen vorgehen. Wie die Meldeplattform Hessen gegen Hetze und die Spezialeinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Aber erstmal zurück zu Liana. Immer wieder wird argumentiert, dass man mit Kritik an der eigenen Person umgehen muss. Aber die Nachrichten, die sie bekommen hat, haben auch mit sachlicher Kritik so rein gar nichts mehr zu tun. Ja, die Hassnachrichten zielten eigentlich darauf ab, alles, was an mir anders oder besonders war, abzuwerten. Sprich, meine Hautfarbe, meine Herkunft oder die Herkunft meines Vaters, aber auch jede Auffälligkeit an mir, meine laute Stimme und ganz viel Hass auch, der darauf abzielte. Ja, sowas wie, ich schlag dir die Fresse ein, ich spuck dir ins Gesicht, ich verätz dir dein Gesicht mit Säure. Und der Hass aus dem Netz schwappt auch in ihr reales Leben über. An ihrem Haus wird ihr aufgelauert. Jemand versucht, ihren Hund zu vergiften. Mental hat das für Liana heftige Folgen. Du weißt überhaupt gar nicht, wie die Menschen draußen auf dich reagieren. Und das macht eine unfassbare Angst. Also du bist so unsicher und du willst eigentlich überhaupt gar keinen neuen mehr kennenlernen. Der Hass im Netz. Oft wird auch von Hate Speech gesprochen. Wer Opfer davon wird, ist teilweise unberechenbar. Aber Hate Speech richtet sich ja in der Regel ja, gegen Gruppen, auch besonders eben gegen gruppenbezogene Eigenschaften. Und da sind in erster Linie bei uns die Politikerinnen und Politiker betroffen, Personen mit einer anderen politischen Einstellung. Und dann geht es in diesen Bereich Geflüchtete, Jüdinnen und Juden, aber auch so in der letzten Zeit gerade so Umweltaktivistinnen und Aktivisten sind da auch betroffen. Und die Opfer müssen das, was ihnen passiert, melden, damit es Konsequenzen gibt. Allein bei der Plattform Hessen gegen Hetze von der hessischen Landesregierung sind innerhalb von 3,5 Jahren über 36.000 Meldungen von Betroffenen eingegangen. Die Meldestelle prüft dann ganz genau. Wir gehen prinzipiell mit allen gemeldeten Kommentaren gleich um. Das bedeutet, der erste Blick ist erstmal darauf gerichtet, ob es eine Gefährdungslage ist, also ob wirklich konkret eine Person oder eine Sache hier gefährdet wird, um dann sehr schnell die Polizei mit ins Spiel zu bringen. Die Plattform Hessen gegen Hetze muss unterscheiden, was ist unangebracht und was ist schon strafrechtlich relevant. Als strafrechtlich relevant eingeschätzten Meldungen, die steuern wir dann an das Bundeskriminalamt oder eben an die Generalstaatsanwaltschaft in Hessen weiter. Aber die über 36.000 Meldungen sind nur die Dunkelziffer. Viele Betroffene trauen sich erst gar nicht, darüber zu reden. Bei der Erstbewertung durch die Meldestelle seien Volksverhetzung, Beleidigung und das Billigen von Straftaten die häufigsten Straftatbestände. Und damit verbunden fällt auf, auch unsere Sprache ist rauer geworden. Was wir sicherlich jetzt mit unserem Fokus Meldestelle beobachtet haben, ist, dass die Corona-Pandemie so wie so eine Art Beschleuniger gewirkt hat. Einfach, dass Leute offensichtlich also weniger Scham haben, ganz krasse Äußerungen loszulassen und es inzwischen zum guten Ton anscheinend gehört, Kritik nur noch im absoluten Bereich, ja unter der Gürtellinie zu äußern. Es sind Beobachtungen der Meldestelle. Repräsentativ seien sie aber nicht. Was auch Liana erlebt hat, bei Worten, die strafbar sind, bleibt es aber nicht. Und die rechte Community spielt dabei auch eine große Rolle. Wir wissen auch, dass aus Hass und Hetze Gewalttaten werden können. Das haben wir in Hessen auch sehr schmerzvoll an verschiedenen Stellen erleben müssen. Und die AfD bereitet dafür den Nährboden. Das ist eine große Gefahr. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Rechtsstaat an dieser Stelle konsequent ist und auch klare Grenzen setzt. Einen wichtigen Teil dazu trägt die Arbeit der Generalstaatsanwaltschaft bei. Denn erkennt die Meldestelle eine strafrechtliche Relevanz, liegt der Fall bei Ihnen. Sie versuchen, den Täter oder die Täterin ausfindig zu machen. Wir schauen also auf bestimmten Plattformen. Hat die Person noch weitere Posts veröffentlicht? Kann man dann irgendwann Informationen zur Herkunft, zum Wohnort oder eben zur Identität erlangen? Wenn das nicht der Fall ist, das ist eben sehr oft so, fangen wir an, sogenannte Bestandsposts
Daten Abfragen zu stellen, zum Beispiel an Facebook, an Instagram oder Twitter. Da sind wir natürlich auf die Kooperation der Unternehmen angewiesen und hoffen, dass sie uns dann die entsprechenden Informationen, die wir brauchen, zur Verfügung stellen. Ist eine Person identifiziert, gibt es einen Durchsuchungsbeschluss, um Datenträger wie Laptop etc. auszuwerten und Beweise zu verfestigen. Das ist natürlich alles nur ganz grob gesagt. Wie genau Sie noch vorgehen, können Sie uns natürlich nicht sagen. Eine Sache fällt Christian Zwiebel bei seinen Ermittlungen aber auf. Man hat auch manchmal so das Gefühl in der Gesellschaft, dass dieses Thema Hate Speech gar nicht so ernst genommen wird. Naja, ne, es gibt doch die Meinungsfreiheit und habt ihr denn nichts Wichtigeres zu tun? Ja, da laufen dann Drogendealer rum oder es werden kinderpornografische Bilder hochgeladen. Wollt ihr euch nicht um sowas kümmern? Und natürlich gibt es die Meinungsfreiheit, aber sie hat ihre Grenzen in der persönlichen Ehre eines anderen. Und das müssen die Ermittlerinnen und Ermittler bei ihrer Arbeit miteinander abwägen. Dank ihrer Arbeit und der Meldestelle liegt die Aufklärungsquote übrigens mittlerweile bei 60%, ist damit in den letzten 2 Jahren um 40% angestiegen. Ein ziemlich großer Erfolg also. Neben ihrer Arbeit liegt es aber auch bei uns als Gesellschaft einzugreifen. Auch zum Schutz unserer Demokratie. Man geht davon aus, dass die Demokratie natürlich oder der demokratische Prozess darunter sehr leidet, weil sich eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bürgern einfach nicht mehr trauen, auch das zu äußern, was sie eigentlich äußern würden. Ja, weil sie glauben, dass sie dann selbst Ziel von Hate Speech werden. Die einen sagen zu viel und die anderen zu wenig, aus Angst vor einem Shitstorm. Das sogenannte Silencing, das Gegenteil von Demokratie. Liana wünscht sich von Leuten, die Hasskommentare schreiben, mehr Bewusstsein. Da auch die gleichen Gesetze und die gleichen Regelungen gelten wie im normalen Leben auch. Das heißt, dass wir uns da nicht anfangen, Dinge zu trauen und Dinge zu sagen, die sich auch eigentlich im normalen Leben nicht gehören. Aber es ist auch enorm wichtig, Zivilcourage im Netz zu beweisen, weil die Hater und der Hass ist unfassbar laut im Netz. Und jetzt die Frage an euch. Habt ihr selbst schon Erfahrungen mit Cybermobbing bzw. Hate Speech gemacht oder nehmt ihr auch wahr, dass es mehr wird? Schreibt gern mal in die Kommentare. Und wenn ihr mehr News aus Hessen wollt, dann abonniert gern unseren Kanal.